Radio Prag International. Nachrichten. Bundespräsident Steinmeier trifft tschechischen Premier Babiš. Weiter leichter Anstieg der Corona-Zahlen in Tschechien und Fußball. Jablonec und Slavia spielen in European Conference League, Pilsen hingegen nicht. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Freitagmorgen in Prag mit dem tschechischen Premier Andrej Babiš zusammengetroffen. Zu den Themen ihres Gesprächs gehörten die Lage in Afghanistan, die tschechisch-deutschen Beziehungen sowie die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie. Babiš würdigte außerdem Steinmeiers Kranzniederlegung am Mahnmal für die Heydrich-Attentäter am Tag zuvor. Nach dem Treffen mit dem Premier besichtigte Steinmeier das Institut für Informatik, Robotertechnik und Kybernetik an der Technischen Universität in Prag. Seinen dreitägigen Staatsbesuch schloss der Bundespräsident dann mit einer Station in Ústí nad Labem ab, wo er sich die Ausstellung »Unsere Deutschen« anschaute und gemeinsam mit seiner Frau ins Gedenkbuch der Stadt eintrug. Mehr zum Thema hören Sie im Anschluss an die Nachrichten in unserem Tagesecho. Das Coronavirus breitet sich in Tschechien weiter mit mäßiger Geschwindigkeit aus. Die Reproduktionszahl stieg zum Freitag leicht von 1,0 auf 1,05 an. An allen Tagen dieser Woche lag die Zahl der neu hinzugekommenen Fälle über dem Wert von 200. Am Donnerstag waren es konkret 211. Das sind 45 mehr positiv Getestete als am gleichen Tag der Vorwoche. Dies geht aus den aktuellen Daten des Gesundheitsministeriums hervor. Die 7-Tage-Inzidenz liegt seit 9 Tagen stabil bei 12 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Im Krankenhaus werden derzeit 65 Patienten mit Covid-19 behandelt. Bei 13 von ihnen vernimmt die Krankheit einen schweren Verlauf. Die österreichische Bergwacht hat am Donnerstag 2 tschechische Bergsteiger gerettet, die auf Tour an der sogenannten Seewand in Oberösterreich waren. Wie die Polizei des Bundeslandes am Freitag mitteilte, habe das Paar kurz nach Einbruch der Dunkelheit Hilfe herbeigerufen. Der 45-jährige Mann und die 36-jährige Frau hatten sich mit unpassender Ausrüstung auf eine der schwierigsten Bergsteigertrassen Österreichs begeben und dies trotz schlechter Wettervorhersagen. Der Polizeihubschrauber konnte das Paar wegen starkem Wind nicht direkt von der Felswand befreien. Erst eine Gruppe von 16 Rettungsleuten, die sich von der Berghütte Gjeitalm aus zu Fuß auf den Weg machten, konnte die Tschechen erreichen und retten. Das Fußballteam aus Jablonec hat sich in der Vorrunde zur European Conference League am Donnerstagabend in der Slowakei mit 3:0 gegen Žilina durchgesetzt. Dank dem vorhergehenden Heimsieg von 5:1 steigen die Nordböhmen damit zum zweiten Mal in die Gruppenphase der Conference League auf. Anders als Viktoria Pilsen, die am Donnerstag in Bulgarien gegen CSKA Sofia mit 0:3 unterlagen. Damit fehlen die Westböhmen bei dem europäischen Wettbewerb das dritte Jahr in Folge. Beim WTA-Turnier in Chicago sind sowohl Marketa Vondroušová als auch Teresa Martinsová im Viertelfinale ausgeschieden. Olympiasilbermedaillengewinnerin Vondroušová unterlag der Französin Alizée Cornet mit 6:2, 4:6 und 3:6. Martinsová wiederum gab das Spiel gegen die Schwedin Rebecca Peterson im dritten Set beim Stand von 1:4 wegen Krämpfen auf. In Cleveland verlor Katarzyna Siniaková, Olympiasiegerin im Doppel, gegen Annette Kontaveit aus Estland mit 3:6, 7:5 und 2:6. Und zum Abschluss noch die Wetteraussichten. Am Samstag ist es in Tschechien verbreitet bewölkt, nur örtlich kommt ab und zu die Sonne durch. Es regnet ausgiebig. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 14 bis 18 Grad Celsius, im Osten bei 20 Grad. Und soweit die aktuellen Meldungen von Radio Prag International mit Daniela Honigmann. Hallo und willkommen zur weiteren Sendung von Radio Prag International. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneibergova. Im heutigen Programm haben für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war zu Besuch in Tschechien. Radio Prag war dabei. Nur 3 der tschechischen Fußballvereine schafften es in die europäischen Wettbewerbe. In unserer Sommerserie über tschechische Kurorte laden wir Sie nach Poděbrady ein. Und im heutigen Tschechischkurs geht es ans Meer. Bleiben Sie dran! Musik.
Frank-Walter Steinmeier hält sich seit Mittwoch zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Tschechien auf, nimmt Gesprächen mit den ranghöchsten Politikern des Landes und Wirtschaftsvertretern, besuchte der Bundespräsident die Gedenkstätte der Heydrich-Attentäter und das Collegium Bohemicum in Aussig. Mehr von Lisa Gerd. Militärische Töne erklangen am Donnerstagvormittag auf dem Prager Schloss. Der Grund war der Besuch des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, der mit seiner Frau Elke Bündenbender mit einer Parade vom tschechischen Präsidenten Miloš Zeman empfangen wurde. Das Hauptthema der Reise ist die deutsch-tschechische Nachbarschaft. Beide Länder sind politisch, wirtschaftlich und kulturell eng miteinander verbunden. In ihren Gesprächen tauschten sich die beiden Staatsoberhäupter zu den Themen Afghanistan, bilaterale Beziehungen, Migration und die anstehende EU-Ratspräsidentschaft aus, die Tschechien in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 übernimmt. Steinmeier betonte in seiner Ansprache vor Journalisten die enge Freundschaft zwischen den beiden Ländern. Mir ist sehr daran gelegen, in einer Situation, in der die deutsch-tschechischen Beziehungen kaum besser sein können, das Wachsen dieser Freundschaft, dieses auch weiterzureichen an die nächsten Generationen und zu sagen, das, was wir hier erleben gegenwärtig, das ist etwas ganz Besonderes. Das ist ein Schatz, den wir pflegen müssen. Auch deshalb bin ich hier. Es ist der zweite Besuch in Tschechien während der Amtszeit von Frank-Walter Steinmeier. Bereits 2017 reiste er als deutsches Staatsoberhaupt in das Nachbarland. Der jetzige Besuch war ursprünglich für das vergangene Jahr geplant, fand aber wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Besonders war diesmal die Anreise. Steinmeier fuhr mit dem Zug von Berlin nach Prag. Normalerweise reist der Präsident zu offiziellen Staatsbesuchen mit einem Flugzeug der Bundesregierung an. Die Zugfahrt verweist symbolisch auf ein umweltfreundliches Transportmittel. Damit sollte auch die räumliche Nähe zwischen den beiden Ländern betont werden. Außerdem ist der Bau einer Hochgeschwindigkeitsstrecke mit einem Tunnel unter dem Erzgebirge zwischen der tschechischen Hauptstadt und der sächsischen Metropole Dresden geplant, auf der die Züge mit einer Geschwindigkeit von bis zu 350 Stundenkilometer fahren können. Mit dieser Maßnahme wird Tschechien an das deutsche VRT-System angeschlossen. Wir haben die Fahrt in den Zug genutzt, um mit Pendlern von beiden Seiten zu reden und haben nochmal eine sehr intensive Beschreibung bekommen, wie intensiv die Partnerschaft, die Nachbarschaft gerade in den Grenzregionen gepflegt wird, aber auch, wie sehr das Gefühl der Menschen in den Grenzregionen berührt worden ist, als plötzlich etwas eintrat, mit dem schon niemand mehr gerechnet hat. Am Anfang der Pandemie Grenzschließungen, die ja nicht nur für eine Zeit lang Menschen von ihren Familien getrennt hat, für 2 oder 3 Wochen, sondern die auch ernsthafte Schwierigkeiten für die Gewerbebetriebe auf der einen wie auf der anderen Seite mit sich gebracht hat. Frank-Walter Steinmeier ist der erste deutsche Bundespräsident, der die Gedenkstätte in der Krypta der orthodoxen Kirche in der Reslower Straße in Prag besucht hat. Am Donnerstag legte er dort einen Kranz nieder. Das nationale Denkmal ehrt die tschechoslowakischen Fallschirmspringer, die 1942 das Attentat auf den stellvertretenden Reichsprotektor Reinhard Heydrich verübten. In einem weiteren Programmpunkt seiner Reise traf Steinmeier mit Vertretern von deutschen Wirtschaftsunternehmen zusammen. In den Gesprächen bekam der Bundespräsident einen Überblick über die Zusammenarbeit in diesem Bereich. Ich habe heute Morgen die Möglichkeit genutzt, um mit Repräsentanten von Gewerbebetrieben hier in Tschechien zusammenzukommen, Deutschen wie Tschechen, und ich habe in den Gesprächen erfahren, wie unverändert groß das Interesse Deutschlands an Investitionen in Tschechien ist, und ich habe auf der anderen Seite gehört, wie sehr zufrieden diejenigen sind, die in Tschechien in der Vergangenheit investiert haben. Am Freitagmorgen tauschte sich Steinmeier mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babiš aus und besichtigte das Institut für Informatik, Robotertechnik und Kybernetik an der Technischen Universität Prag. Auf der Rückreise nach Deutschland besuchte Steinmeier die Ausstellung Unsere Deutschen des Collegium Bohemicum in Aussig. Lisa Gerd war das mit einem Bericht über den Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Tschechien.
Vor gut zwei Wochen stand fest, dass der tschechische Vereinsfußball in dieser Saison nicht in der Champions League vertreten ist. Seit Donnerstag ist die Zwischenbilanz noch ernüchternder. Statt 5 Clubs schafften nur 3 den Einzug in die europäischen Wettbewerbe und Meister Slavia Prag spielt nur in der drittklassigen Conference League. Lothar Martin fasst das Fiasko zusammen. Zu Beginn des Monats waren die Fans des tschechischen Titelträgers Slavia Prag noch optimistisch, dass man nach einem Jahr Abstinenz in dieser Saison erneut in der Champions League spielen könnte. Doch jetzt herrscht großer Katzenjammer. Denn nachdem der Traum von der Königsklasse an Gegner Ferencváros Budapest gescheitert ist, konnten sich die Hauptstädter letztlich nicht einmal für die Europa League qualifizieren. Dazu hätte man den polnischen Meister Legia Warschau nach dem 2:2 im Prager Hinspiel in dessen Stadion bezwingen müssen. Das misslang jedoch. Ein Grund dafür war die rote Karte für Tomáš Holeš, die der Mittelfeldspieler schon in der 3. Spielminute gezeigt bekam. Eine zu schwere Hypothek, meint auch Trainer Jindřich Trpišovský. Wir haben die gesamte Begegnung mit einem Mann weniger auf dem Feld bestritten, denn es wurde noch einige Minuten lang nachgespielt. Dieser Akteur hat uns natürlich in vielen Situationen gefehlt, sowohl in der Offensive als auch der Defensive. Zudem war es ein wichtiger Spieler. In der Tat hatten sich Trpišovský wie auch die Slavia-Fans von Nationalspieler Holeš einiges erhofft. Schließlich hat er noch im Juni mit Tschechien eine hervorragende Europameisterschaft gespielt. Doch neben Holeš oder Torhüter Ondřej Kolář, der in der Qualifikation mehrfach patzte, sind derzeit gleich mehrere Slavia-Kicker außer Form. Zu ihnen gehört auch Stürmer Stanislav Tetzel, der einfach das Tor nicht trifft. In Warschau vergab er erneut 2 Riesentorgelegenheiten. Davon die 2. beim Stand von 1:0 für Slavia. Der Knackpunkt des Spiels war meine 2. Chance, die ich nicht verwertet habe. Hätte ich sie zur 2:0-Führung genutzt, hätte Legia wohl nicht mehr die Kraft gehabt, um noch 2 Tore zu schießen. Das ärgert mich sehr, denn jeder von uns hat auf dem Platz alles gegeben. Ich habe dem Team jedoch nicht geholfen. So aber wurde der aserbaidschanische Angreifer von Warschau, Maher Emreli, zum Helden der Partie. Mit seinen 2 Treffern schoss er Legia zum 2:1-Sieg und Slavia hinab in die neu geschaffene Conference League. Überraschenderweise sieht dies Coach Trpišovský als keinen Nachteil an. Meiner Meinung nach ist die Konferenz League für unseren Club aus ökonomischer Sicht paradoxerweise vorteilhafter als die Europa League. Also wirtschaftlich gesehen gibt es keinen Unterschied. Es ist eher umgekehrt. Wenn dem so ist, müsste der FK Jablonec nad Nisou jetzt erst recht vor Freude in die Luft springen. In der 3. Runde der Qualifikation zur Europa League waren die Nordböhmen nämlich ohne Chance. Sie sind am schottischen Rekordmeister Celtic Glasgow gescheitert. In der Playoff-Runde zur Conference League aber hatten sie leichtes Spiel. Sie bezwangen den slowakischen Vertreter Emeška Žilina in beiden Vergleichen insgesamt mit 8:1. Die schafften die Neiße-Städter unter anderem dadurch, weil sie trotz des 5:1-Sieges im Hinspiel bei der Zweitauflage in Žilina nicht abhoben. Torschütze Dominik Pleštil. Wir wussten, es ist noch nichts entschieden, also müssen wir weiter konzentriert spielen und den Gegner von der ersten Minute an unter Druck setzen, so wie im Heimspiel. Das ist uns bis auf eine kurze Phase, in der Gegner etwas Oberwasser hatte, gut gelungen. In beiden Partien aber waren wir das bessere Team. Das hätte Viktoria Pilsen am späten Donnerstagabend in Sofia auch gern von sich behauptet. Doch anstatt den 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel vor einer Woche in der Bierstadt sicher über die Runden zu bringen, gaben die Westböhmen schließlich noch alle Trümpfe aus der Hand. Sie verloren das Match in der Verlängerung mit 0:3. Dabei spielten die Gastgeber in der letzten Viertelstunde nach dem Platzverweis von Cesedo nur noch zu 10. Dennoch erzielten sie eine Minute vor Ablauf der regulären Overtime das alles entscheidende 3:0. Dieser K.O.-Schlag traf die Pilsener bis ins Mark. Kapitän Ludek Bernica.
Ich möchte kein derbes Wort benutzen, aber wir sind nun schon das dritte Mal in Folge in der Qualifikation gescheitert. Das ist äußerst schlecht. Damit haben wir den bitteren Kelch bis zur Neige geleert. Wir sind sehr enttäuscht. Die Kurve der europäischen Wettbewerbsfähigkeit des fünffachen tschechischen Meisters zeigt in der Tat beängstigend nach unten. Spielten die Pilsener noch vor 10 bzw. 8 Jahren in der Champions League, so sind sie nun das dritte Mal hintereinander nur Zaungast. Sehr zur Freude der anderen, denn in Sofia jubelten am Donnerstagabend nur die Fans der Gastgeber. Lothar Martin war das mit einem Bericht über die jüngsten Misserfolge des tschechischen Fußballs. In der heutigen Ausgabe von Tschechisch gesagt geht es ans Meer. Am Mikrofon sind Margareta Kachlíková und Antonín Kachlík. Das Meer heißt auf Tschechisch Moře. Man versteht darunter miteinander verbundene Gewässer der Erde, welche die Kontinente umgeben. Einzelne Meere werden den 5 Ozeanen Ozean zugeordnet. Die Weltmeere sind ständig in Bewegung. So schlagen Wellen Vlny an die Ufer oder sie brechen sich an Felsen. Tříštice. Durch die Anziehung des Mondes entstehen Ebbe Odliv und Flut. Příliv. Ein typisches Merkmal des Meerwassers ist zudem seine Salinität. Slanost. Der Grenzraum von Land und Meer ist die Küste. Pobřeží. Diese wird gebildet von Klippen Útesy und Stränden. Pláže. Ein Strand Pláž ist ein flacher Küstenstreifen aus Sand Písek oder Steinen. Kamínky. An Sandstränden finden sich manchmal auch Dünen. Duny. Ein Bereich an einer Meeresküste, an dem Schiffe anlegen können, ist ein Hafen. Přístav. Auf den Schiffen, die dort ankern, dienen Matrosen. Námořník. Ein Seefahrer ist wiederum ein Mořeplavec. Ein Adjektiv zum Meer heißt Mořský. Man findet es etwa in Wortverbindungen wie Meeresboden, Mořské dno, Meeresfische, Mořské ryby, Meeresströmungen, Mořské proudy oder in der wenig beliebten Seekrankheit, Mořská nemoc. Ein Seebad heißt allerdings wörtlich übersetzt Meeresbad. Přímořské letovisko. Denn im Tschechischen gibt es nicht den Begriff die See für das Meer. Einen schönen Spätsommer und auf Wiederhören. Naslyšenou. Tschechischkurs hat für Sie Markéta Kachlíková vorbereitet. Mit ihrem Mikrofon war Antonín Kachlík. Sie hören Radio Prag International. Na srdce jsou Poděbrady, zu Deutsch etwa für das Herz ist Poděbrady gut. Dieser Slogan ist hierzulande schon seit fast 100 Jahren bekannt. In unserer Sommerserie über tschechische Kurbäder führen wir Sie in den folgenden Minuten in die mittelböhmische Stadt Poděbrady. Reiseland Tschechien. Die Stadt Poděbrady liegt etwa 50 Kilometer östlich von Prag am rechten Ufer der Elbe. Das Areal des dortigen Hallbads befindet sich im nordwestlichen Teil des Stadtzentrums. Das Kurbad ist bedeutend jünger als die Stadt selbst, denn es entstand erst im 20. Jahrhundert. Poděbrady kann jedoch auf eine lange Geschichte zurückblicken. Zum ersten Mal wurde es schon im 13. Jahrhundert schriftlich erwähnt. Im Hof des Schlosses von Poděbrady steht ein alter Springbrunnen. Auf diesem ist die folgende Inschrift zu lesen.
Die Quelle wurde mit einer Route 96 Meter unter der Erde im November 1904 entdeckt. In Tschechien gibt es viele Heilquellen. Der Direktor des Heilbads von Poděbrady, Petr Valenta, erläutert, worin die dortige Quelle einzigartig ist. Das Mineralwasser wird unter dem Namen Poděbradka verkauft. Poděbradka schmeckt nach Eisen. Es hat einen hohen Eisengehalt und enthält zudem viel Kohlenstoffdioxid. Wenn man den Körper in das Heilwasser eintaucht, fängt das Kreislaufsystem besser an zu arbeiten. Dies wirkt sich auf das Herz, den Kreislauf sowie einen hohen Blutdruck positiv aus. Der Komplex von Kurhäusern befindet sich nahe der Kolonnade und des Kurparks. Obwohl Poděbradka getrunken werden kann, wird das Mineralwasser im Rahmen der Kurbehandlungen zum Baden genutzt. 1908 wurden die ersten Kurbehandlungen in Bottichen aus Holz angeboten. Im ursprünglichen Kurgebäude auf der Kolonnade stehen heutzutage modern ausgestattete Badewannen mit Beleuchtung. Das Wasser, das in sie fließt, ist jedoch sehr kalt. Petr Valenta dazu. Das Mineralwasser, das direkt von der Bohrung her fließt, hat nur rund 11 Grad. In der rostfreien Badewanne mit doppelter Beschichtung wird es aufgewärmt. In die äußere rostfreie Schicht wird warmer Dampf getrieben und auf die gewünschte Temperatur erwärmt, was 34 bis 36 Grad Celsius sind. Bei dieser Temperatur weist das Wasser die optimalen Heilwirkungen auf. Es ist angenehm, darin zu baden. Wenn die Badewanne mit Wasser gefüllt ist, wird die Erwärmung eingeschaltet. Wie lange muss man in der Wanne baden, um die möglichst vollkommene Heilwirkung zu erreichen? Das Baden im Sprudelwasser dauert in der Regel 15 Minuten. Nach dem Bad legt sich der Kurgast noch in die vorbereitete schöne Koje, um sich eine Viertelstunde auszuruhen. Auf der Liege entspannt man sich und absorbiert die zuvor gewonnene Energie. Nach den Kurbehandlungen sind die Gäste manchmal ein wenig müde. Wenn sie spazieren wollen, können sie den Kurpark und die Kolonnade nutzen. Dieser befindet sich vor dem Hotel und den Kurhäusern. Der Zauber von Poděbrady steckt auch darin, dass es an der Elbe liegt. Einen kleinen Ausflug kann man auf dem Fluss mit dem Schiff Král Jiří unternehmen. Das Schiff trägt den Namen des böhmischen Königs Georg von Poděbrad, der 1420 auf der Burg von Poděbrady geboren wurde. Eine Dauerausstellung über den Herrscher wird im ältesten Teil der Burg von Poděbrady gezeigt. Die Geschichte der Region wird im Stadtmuseum dokumentiert, das Polabské Museum heißt. Petr Valenta nennt weitere Möglichkeiten, die die Kurgäste in der Freizeit nutzen können. Neben dem Schiffausflug, der sehr angenehm ist, steht den aktiven Kurgästen auch ein Radweg zur Verfügung. Man kann entweder Richtung Nymburk fahren oder zum Zusammenfluss der Elbe mit der Zilina. Die beiden Strecken sind nicht anspruchsvoll. Wer kein Fahrrad mit hat, kann es bei uns ausleihen. Mit einer weiteren Folge unserer Sommerserie über bekannte tschechische Kurorte sind wir schon fast am Ende der heutigen Sendung angelangt. Besuchen Sie uns auch auf Facebook. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneibergová. Sie hörten Radio Prag International.